damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Hitman. Ich habe gleich hier die Folge hinten dran gehangen. Und wir folgen jetzt den Leuten da hinten mal. Oh Gott, sind da viele. Klappmesser und Flasche. Ach, du Heilige. Sag mir nicht, dass ich da durch muss. Bitte. Wat, wer hat mich da gesehen? Bitte sag mir nicht, dass ich da durch... Ventil drehen. Das sollte für Ablenkung sorgen. Das sorgt bestimmt auch für Ablenkung. Da hinten blickt noch was, aber was ist denn das bitte? Und wo geht's hier hin? Okay, hier geht's nirgends hin. Die schöpfen ja keinen Verdacht. Ventil drehen. Okay, das sorgt anscheinend auch für Ablenkung. Was ist denn los? Das ist ja ein türkisches Dampfbad hier. Im Ernst jetzt, ich muss da hinten rein. Oh, das war echt ein Scheißmonat. Heute wird der beste Tag meines Lebens. Sanchez bringt die Bude zum Beben, garantiert. Ich weiß es einfach. Das habe ich im Urin. Ich weiß, was du meinst. Das wird der Hammer. Oh yeah, Baby. Sie machen sich lustig über kleine Leute. Sehr witzig. Boah, das war ja... Das war ja mal gar nicht knapp oder so. Oh mein Gott. Puh, mein Herz. Spähen. Okay, verlassen. Dass der das nicht hört. Und wie... Was? Wat? Na, Tür öffnen. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ich muss jetzt zwei Leute töten. Alles klar. Wo geht's denn? Wo geht's denn hier hin? Immer noch sauer wegen dem, was Dr. Valentine vorhin gesagt hat? Hey, vergiss es einfach. Der Typ ist oft etwas schroff, aber so sind Genies eben. Soziale Kompetenz haben die alle. Oh. Der Kuchen macht ein bisschen ein paar Brösel. Sein Vater war General bei der Armee. Was ist denn los? Tabulator. Das Störfeld zu aktivieren des... Das was? Ach, ich kann es nicht lesen. Das Eindringen? Nein. Okay, was ist das?
Roboterarm aktivieren. Wow. Was ist hier los? Interessant. Okay, ich habe fast keinen Instinkt mehr. Was ist das? Pumpenkammer aktivieren. Okay. Mein Instinkt ist so gut wie leer. Ohne Scheiß jetzt. Weiß das Management überhaupt, was wir hier tun? Das Team entwickelt eine Lotion zur Ver... Was? Ah! Ach, ich kann es nicht... Ich hab... Ich... Mann! Tödliche Waffen entwickeln. Lass mich doch das mal lesen. Kontrollpunkt! Ich hab so gut wie keines Ding mehr. Feuerpaste? Okay, soll ich das vielleicht da oben reinlernen? Okay, okay. Das scheint nicht sehr gesund zu sein. Ich warte jetzt hier einfach mal. Erst nimm ein Stück Kuchen. Denn die Wache geht jetzt da nach oben. Ne, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Okay, bei dem blinkt's. Und eigentlich das andere Opfer. Ist jetzt direkt über mir, oder? Hey! Ach, ich darf hier bewaffnet sein. Okay. Ein Opfer und das andere ist... Ach, da. Das kommt jetzt nach oben. Da, wo das gerade gearbeitet hat, da blinkt es. Das heißt, da muss ich irgendwie vorbeikommen. So. Mich würde es jetzt bloß interessieren, wo du lang gehst. Komm hier rein. Was? Bulle. Okay. Der ist jetzt da oben. Was macht man der da oben? Nein. Was war hier nochmal? Öffnen! Im Ernst jetzt, kein Instinkt mehr. Alter. Sie sind nicht normal. Oh, da ist sogar der Schatten, ist ja geil.
Ich mach jetzt mal was. Ich weiß nicht, ob das was nützt. So. Verrückter Spinner. Keine Ahnung, ob das jetzt was genützt hat. Gut, machen Sie das nie wieder. Zum Glück haben meine Kinder das nicht gesehen. Oh. Was zur... Ich liebe diese Sendung. Ist da jemand? Ich könnte schwören, ich hab's ausgemacht. Okay. Was? What? Wer kommt denn bitte von da? Eureka. Hier gibt's auch einen Weg, oder was? Oh Gott. Da muss ich mich jetzt ganz schnell verkleiden. Puh. Okay, da ist gerade irgendwas in die Luft geflogen. Hey! Da unten blinkt was. Sie warten hier, okay? Überlassen Sie das hier den großen Jungs. Hier ist nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Okay, wir haben wieder Instinkt. Etwas Instinkt. Wo zum Teufel blinkt diese Kacke? Hier blinkt es. Hier ist nochmal ein Kontrollpunkt. Wow. Protokoll abspielen. 7. Juni 1986. Das Testsubjekt Sanchez reagiert gut auf den Sicherheitscode. Was habt ihr für mich? Da nicht. Hey, das ist ein anderer Quatsch. Durchsucht die Gegend. Ich hab hier nicht den geringsten Scheiß. Wow, was explodiert hier die ganze Zeit? 19. Juni 1986. Gott, was ist denn jetzt? Wo ist denn der da unten? Und der andere ist doch jetzt auf der Höhe. Hier ist er nicht. Kommen Sie da lieber raus. Verstecken. Verstecken einstellen. Ist auf jeden Fall besser. Dexter war auch hier. Ja, nein, da gehe ich lieber nicht hin. Ja, ich lange mit den Eierköpfen geredet. Ich hab doch der Ashford auf die Suche. Gehen Sie besser. Hier ist die Kacke. Ja, am Land. Ich gehe. Wo bleibt der Rettungswagen? Servus. Hey. Moin. Ist da drüben was? Ich hab blink. Nichts zu sehen. Jetzt müsste ich mich eigentlich wieder als Bulle verkleiden, oder? So wie das aussieht. Der Krankenwagen. Hey, irgendwas? Los! Hey. Hey, Sie! Sie haben hier nichts zu suchen. Gehen Sie lieber. Der ist jetzt da hinten.
brauche ein Bullen-Outfit. Ich brauche sowas für ein Bullen-Outfit. Wir haben hier einen kleinen Zwischenfall. Ich möchte nur ganz kurz schauen, wo es denn dahin geht. War das Eindringen? Nee, gell? Okay, damit kann ich keine Leute umbringen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ohne Witz. Kein Schimmer. Wie komme ich hier an mein Bullen-Outfit, bitte? Entschuldigen Sie, wir haben hier einen Zwischenfall. Ich würde Ihnen raten zu verschwinden. Hier wird's gleich unschön. Ich hätte hier was zum Verstärken. Dummy Arm. Betreten. Ja, oh, ich sehe was. Was? Weh, da steht gleich Wachen alarmiert. Dann kann ich dir aber schwören, hier sowas von ausrasten werde. Hey, du! Geh darüber! Alles sauber! Lagebericht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier... Schon wieder ein Kontrollpunkt? Wie viele Kontrollpunkte gibt es denn hier bitte? Achso, das ist Verstecken. Wie zum Teufel komme ich jetzt da nach unten? Zu diesem scheiß Typ da. Sie da! Haben Sie hier einen dieser Großstadtwitzer zu sehen? Ich verstehe nicht, was ich jetzt hier machen soll.
Ja, wer sagt mir das endlich mal, was ich hier machen soll? Ja, zum Teufel kommt jetzt hier überhaupt? Wir haben hier einen kleinen Zwischenfall. Verkleidung aufgeflogen. Dann verkleiden wir uns mal ganz schnell. Weil das ist sowas von gar nicht gut. Hey! Sie sind verhaftet, Junge! Ich warne! Unbekannter Verdächtiger in der Nähe. Findet ihn. Kommt der hoch oder kommt der nicht hoch? Ah, der kommt hoch. Der kommt hoch. Der kommt hoch. Wir müssen immer noch diesen anderen Typ killen. Folge jetzt dem einfach mal, weil viel Instinkt möchte ich ja dabei nicht verschwenden. So spät wie möglich. Das war jetzt. Jetzt habe ich nicht mehr so viel. Konzentrieren. Konzentrieren. Wieso sind da zwei? Nein. Boah.
Alter, Alter, warum schießen die auf mich? Ich habe eine andere Uniform. Boah, ich brauche viel zu lange. Weil ich irgendwo noch erste Hilfe. Einmal, zweimal, dreimal! Oh ne, jetzt sind das alle alarmiert. Oh, oh fuck. Oh fuck. So. What? Da sind ja noch mehr. Oh, 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 ich hab kein Leben mehr. What? Nein. Oh, ich hab gut wie kein Leben mehr. Ich will jetzt nicht sterben. Okay, wann soll ich Zielfeuer machen? Jetzt nicht. Jetzt auch nicht. So, jetzt gehen wieder beide da nach hinten. So. Einmal. Dann kommt der da hinten gleich dran. Oh, jawoll. Ich kann einmal kurz nachladen. War's das? Okay, das war's. Ist mir egal, die haben alle keine Waffen dabei. Nein, nicht sterben.
ist denn noch einer? Oh, wie viel kommen denn da bitte? Leute, das gefällt mir hier mal gar nicht. Brücke rufen. Also nochmal, auch in dieser Folge, sorry dafür. Dass ich hier nur rumgeballert habe. Aber ich fand wirklich keine andere Lösung gerade eben. Deshalb ja, komm, komm mit. Auf. Öffnen. Es geht noch weiter. Okay, Rauch ist weg. Rauch ist weg. Okay, und jetzt? Also jetzt das Ziel. Auf den ersten Blick ist das Subjekt nur ein gewöhnlicher Teenager. Aber die ersten Testergebnisse waren untypisch. Da ich keine voreiligen Schlüsse ziehen will, musste ich auf die Ergebnisse der DNA-Analyse warten. Da drüben noch Sabotage. Das Subjekt übertrifft meine kürzesten Erwartungen. Und jetzt? Forschung verlassen. So, meine lieben Freunde, das war's wieder für diese Folge Hitman. Nochmal sorry für die Ballerei. Ich fand keine andere Lösung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Hitman. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.